Ja Leute, was geht ab? Mein Name ist CWCD und willkommen zu einer weiteren Folge Dizzy vs. Dinos zusammen mit dem Dena, der da irgendwie so ein Dodo ganz rabiat in der Hand hält. Dena, was machst du da? Ja, warum? Nichts damit zu tun. Ich schmeiß meinen auch mal weg. Hier, zack, da, der ist für dich, Leute. Ihr habt wahrscheinlich die letzte Folge mitbekommen, wir haben hier so ein bisschen unser Dodo-Gehege kaputt gemacht. Also eigentlich war das irgendwie so ein Stego. Hier rein da mit dir, so. Ja, so ein Stego, der hier irgendwie mit am Start war, unter denen hat irgendwie eine Barrel Roll gemacht und dann hat er den angegriffen und dann hat der Stego ja unser ganzes Dodo-Gehege kaputt gemacht. Also zumindest so ein bisschen hier diese zwei Wände und hier vorne das Electronic ist auch noch ein bisschen kaputt gegangen. Ich würde nämlich jetzt direkt zum Start erstmal wieder die Windows ersetzen. Vielleicht kannst du ja eben die zwei Kabel, die da kaputt sind, irgendwie auch mal wieder machen, damit wir wieder Licht haben, sonst ist es natürlich zu dunkel. So dunkel hier im Paradies. Sind das nur 2 Kabel oder war das mehr? Ich glaube, das waren... Oh, das weiß ich nicht so genau. Es waren auf jeden Fall mehr als ein Kabel, das weiß ich. Ich gucke gerade mal nach. Wir haben hier... Brauchen wir noch ein bisschen Metal, um das zu reparieren? Haben wir überhaupt noch irgendwo Metal am Start? Wir haben kein Metal mehr. Gar nicht mehr? Wir alles benutzt für die Airconditioner. Nein! Krass. Warte, ich guck mal gerade oben hier. Also wir haben noch 20 Rohmetall. Die können wir noch in 10 Metall machen. Okay. Ja, das würde schon reichen für 1, vielleicht noch für 2, weiß ich nicht so genau. Aber dann kannst du das auf jeden Fall schon mal schmelzen. Ich glaube, hier ist auch nichts mehr drin. Ah, hier ist auch nochmal 8 Rohmetall. Oder sind das die, die du meintest? Ich meinte 21 Rohmetall waren in der Smithy drin. Ah, okay, ja, dann können wir die beide benutzen. So, das heißt, wir können das Ding hier jetzt irgendwie nicht anmachen, weil wir hierfür irgendwie so einen Brennstoff brauchen. Ich mache das jetzt einfach mal hier ratzfatz mit Dash eben an. Und hier, boah, wir haben so viel Gas. Was wollen wir denn damit eigentlich? Mit was? Gasoline meinst ja. du? Ja. Das brauchen wir für einen Generator und für den Kühlschrank und für... Fabricator? Für den auch. Also, das ist schon ganz gut, dass wir so viel haben. Okay, dann schaue ich mal gerade hier, ob bei das Rohmetall hier noch irgendwie... Oh, ich brauche auch noch Metall für die Kabel, ne? Sonst können wir... Leute. Wir da Stromnetz nicht wieder aufbauen. Wir brauchen Metall. Wir müssen eigentlich wieder mal zum Vulkan so langsam, würde ich sagen. So sieht's aus, Leute. Wir müssen echt nochmal wieder zurück zum Vulkan. Ist echt schade, dass wir bis dahin jetzt noch keinen krasseren Quetz haben, um nochmal so eine dickere Ladung mitzunehmen. Aber falls wir mal einen geilen Quetz finden sollten, Leute, dann werden wir uns den auf jeden Fall zähmen. Und hier wird natürlich nach wie vor noch das Bier gebraucht. Das dauert aber anscheinend noch ein bisschen was. Und falls wir mal einen coolen Quetz brauchen, den wir irgendwie oder finden, den wir spontan dann irgendwie begegnen, dem wir dann spontan begegnen, brauchen wir, oder wollen wir auch mal diesen Tracer machen? Also diesen, dieses Ding quasi, da ist er sogar, ich glaube, Transponder Tracker. Einmal. Mhm. Damit wir das da ranpappen, hier ist auch Transponder Node, das heißt, wir können dann irgendwie ein Dino oder irgendwie ein Tier sehen, dann packen wir diesen Transponder da dran, haben noch diesen Tracker dabei und können immer nachverfolgen, wo dieser Dino denn ist, denn wenn man zum Beispiel zu wenig Narkotik oder so dabei hat, dann kann man halt immer dann wieder nachträglich noch dahin gehen, ansonsten ist ja immer richtig schwer, den zu finden. Oder einfach keine Zeit hat, weißt du, als wir zum Giganotal sind, da hatten wir diesen Ultra-Quetz gesehen und den konnten wir dann nicht zähmen. Ja, genau, sonst hätten wir jetzt schon einen gehabt, hätten wir so einen Transponder dabei gehabt. Ja. Deswegen habe ich das jetzt mal gelernt, das wird hier in einem Fabricator gemacht und wohl oder übel brauchen wir dafür auch Metal und zwar 20 Stück allein für den Tracker und für Transponder Node brauchen wir auch nochmal 3 Metall, aber wir brauchen auch Polymer, Electronic, Crystal, also richtig viel von ganz viel verschiedenem, das heißt, ich glaube da kommen wir auch nicht wirklich drüber, also können wir uns nicht davon drücken nochmal zurück zum Vulkan zu fliegen, um das ganze Zeug zu holen. Crystal passt sogar so halbwegs noch, aber Metal, Electronics, Polymer wird relativ eng und um Electronics zu machen, brauchen wir auch wiederum Metal, Leute. Ihr merkt, der Metalbedarf ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Wird hier momentan langsam im Paradies zu einem Engpass und zu einem kleinen Problemchen, Leute. Das Metal hier reicht nicht. Ich glaube eigentlich... Ja, echt lange nicht mehr da beim Vulkan, muss man sagen, ne? Seitdem wir unsere Mega-Fabrik da haben, waren wir gar nicht mehr da. Die Industrial Forge, ja, auf jeden Fall. Ist jetzt die Frage, ob ich das Metal echt verschwende, um sozusagen jetzt Glas fürs Dodo-Gehege zu machen. Ich glaube, das können wir doch irgendwie dringender gebrauchen für andere Sachen, oder? Glas fürs Dodo-Gehege, ja, da brauchen wir... Ich meine, hast du deine Kabel gemacht? Ja, hab die gemacht. Du hast die Kabel gemacht, dann brauchen wir eigentlich noch das Glas und der Rest ist eigentlich nur... Ja, dann kann ich es eigentlich doch machen, oder? Ich meine, wir haben ja so oder so nicht genug für den Tracker hier. Und für den Transponder. Das heißt, wir müssen ja so oder so nochmal zurück.
Ja, hab alles wieder hingebaut, war ganz schön kompliziert. Dann packe ich nochmal das Crystal wieder zurück. Okay, dann mache ich das doch wieder. Dann ersetze ich das eben, Leute. Unser Ziel wird auf jeden Fall auch sein, das haben sich nämlich mega viele, das haben wir noch gar nicht angesprochen und noch gar nicht gemacht, das stand so oft in den Kommentaren, dass wir mal einen Mosasaurus oder Mosasaur oder wie auch immer er auf Englisch heißt, davon gibt es ja mittlerweile ein Alpha. Denn damals, als wir da den XP-Boost bekommen haben mit unserer Suppe, haben alle gesagt, oder wir hatten angesprochen, ja, wir haben jetzt alle Alphas gekillt mit dem Boost, besser geht's gar nicht. Und dann haben uns viele korrigiert, dass ja mittlerweile, Entschuldigung, den Mosasaurus Alpha gibt und wir den unbedingt mal killen sollen. Zu dem Zeitpunkt damals gab es den aber noch nicht, als wir das aufgenommen hatten. Und das ist auf jeden Fall eine kranke Herausforderung, weil alleine so ein Mosasaurus zu zähmen, ist schon echt sau heftig. Und ich habe jetzt gerade nur ein einziges Glas gemacht, weil für mehr fehlt uns auch Crystal und alles. Wir müssen unbedingt zum Vulkan. Ja. Wir müssen unbedingt. Also so ein Mosasaurus auf jeden Fall zu zähmen, ist so ein bisschen jetzt erstmal unsere. Was? Ach, ich dachte, ich hätte das Glas falsch rumgesetzt, aber das andere Glas ist unnormal kaputt. Das hat noch 9 von 100 und das hier hat noch 13 von 100. Ich dachte, ich hätte es falsch rumgesetzt, aber das ist so dunkel, weil es so angeschlagen ist, weil der Stego dagegen gebombt hat. Ist aber so ein Use-Look und dann wissen die Dodos auch so, dann werden die ja dran erinnert, dass das irgendwie gefährlich ist und so weiter. Die werden auf jeden Fall daran erinnert, dass wir sie vor dem Tod bewahrt haben. Denn diese Schutzmauer, diese Glaswand hat sie von dem eigentlichen direkten Hit des Stegosaurus gesichert. Ich glaube, die haben trotzdem richtig viel Schaden bekommen. Der hat so dagegen gehauen, dass die gelben Zahlen überall nur so aufgeleuchtet. Ja, stimmt. Und Schaden, okay. Die wir alle bekommen haben. Also ist jetzt die Frage, sollen wir... was mit den Klimaanlagen für unsere Eierlegestation? Wir haben nicht genug Metall, um die Stromleitungen zu legen. Das heißt, eigentlich müssen wir uns auf direktem Wege eigentlich zum Vulkan bewegen, ne? Ja, da führt kein Weg dran vorbei im Moment. Okay, dann würde ich sagen, schaue ich hier gerade nochmal, falls wir etwas Krasses begegnen sollten. 27 Trank-Pfeile habe ich. Das ist auch nicht so krass viele, ehrlich gesagt. Wir haben doch bestimmt noch irgendwo Narkotik drin. Ich will nämlich zur Sicherheit einfach mal so ein bisschen mehr Trank-Pfeile mitnehmen. Vielleicht begegnen wir ja unterwegs noch einem weiblichen Terrorbird. Denn da über dem Gebiet sind auf jeden Fall auch viele Terrorbirds. Das heißt, wenn wir zum Vulkan fliegen, fliegen wir auf jeden Fall dann ein bisschen niedriger. Dann können wir vielleicht noch einen weiblichen Terrorbird gleichzeitig mitnehmen. Das wäre natürlich auch ein Träumchen. Damit wir nämlich auch bald einen Woolly Rhino zähmen wollen können. Wir wollen da ja einen High-Level Woolly Rhino zähmen. Am besten natürlich zwei. Und dafür brauchen wir noch ordentlich Terrorbird-Kibbel. Und ja, dafür brauchen wir... Die kann man nur mit Beeren ansonsten zähmen oder Vegetables. Das bringt aber alles nichts. Die essen ja kein Raw Prime Meat. Und deswegen braucht man da Kibbel, ansonsten wird die echt lange dauern. Und wir wollen natürlich auch so krass wie möglich zähmen. Wo ist denn unser ganzes Narkotik? Wir hatten noch so viel Narkotik. Wo ist denn das überhaupt? Ja, also wir haben ziemlich viel verbraucht für den... Ja, wir haben noch richtig viel auch gehabt. Und richtig vielen Dinos waren noch richtig viel. 28 habe ich noch. 28? Ich weiß nicht, ob in den noch was drin ist, ne? In den, ich guck mal kurz nach. Guck mal kurz. In unseren beiden Turteltäubchen. Die habe ich übrigens wieder auf Endring gestellt und hab denen das Gewicht entfernt, damit sie sich wieder maten können. Okay. So. Ja gut, ich bereite mich auf... Ist ein Ei hier. Echt? Und, ja, aber schon wieder ist es nicht leuchtend halt, ne? Ja, weil das noch so lange dauert, bis es fertilized ist, oder? Da war doch dieser Timer. Ja, weil die halt nicht wieder, genau, weil die immer noch nicht wieder... Also, Huibi ist ready to mate, steht da. Noch ein Ei! Was? Ja, zwei Eier. Aber damit können wir ja Kibbel machen. Ja, damit können wir Kibbel machen. Ja, aber das Ding ist halt, die Huibi, ne, die ist erst wieder ready to mate in einem Tag, Leute. Und ich habe das extra umgestellt, nochmal die Option sozusagen, dass sie schneller wieder mate-bereit ist, eigentlich zumindest. Aber irgendwie, nö. Juckt die nicht, ist auch jetzt hier am Start. Vielleicht gibt's doch gar nicht die Option dafür. Vielleicht habe ich nur die allgemeine Eierlegezeit ein bisschen reduziert. Ja, und die ballern jetzt die ganze Zeit so Eier raus. Die ballern die Eier raus. Na, ich habe das aber unseren sonstigen Einstellungen so ungefähr angepasst. Also, sie ist nicht total übertrieben. Hä, liegt hier noch ein Ei? Nee, du hast es schon eingesteckt, ne? Naja, beide eingesteckt. Okay. Jetzt haben wir schon drei Eier. Das ist so super gut. Wir brauchen aber auch richtig viel Kibbel. Hä, was liegt denn hier? Was ist das denn hier? Scheiße, vielleicht? Wo? Hä, sieht voll komisch aus. Siehst du das? Nee. Ach, das unten, das rote? Dieses bräunliche. Ja, keine Ahnung, was das ist. Ein Stück Wurzel oder so. Naja, wie auch immer, Leute. Wir sollen uns auf jeden Fall mal hier auf den Weg machen Richtung Vulkan. Ich habe jetzt 36 Trank-Pfeile mit. Hast du auch noch Trank-Pfeile? Ich habe noch ein paar Schüsse. Oder ein paar Trank-Darts immerhin. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich kann nämlich meine Longneck-Rifle auf jeden Fall hier lassen. Die packen wir hier oben hin.
So, zack, zack, zack. Die brauche ich nämlich nicht mehr, denn ich habe keine Schüsse mehr. Auch das ganze restliche Zeug packe ich jetzt einfach mal random hier gerade wieder unten in die Smithy rein. Und dann werden wir uns unserem schon routinierten, kann man ja schon fast sagen, routiniertem Marschflug Richtung Vulkan begeben. Okay, bist du denn ready für Abflug? Ich glaube, viel mehr brauchen wir eigentlich nicht. Ich habe Essen mit, ich habe Trinken mit. Ob das ewige Feuer immer noch brennt für die Kommissare. Das brennt noch, das brennt noch. Das habe ich gesehen, das brennt noch richtig lange sogar. Nice. Oh ja, stimmt. Mit dem Anglergel. Mit dem Anglergel hält das richtig, richtig lange. In Gedenken an die Kommissarin Rex. Da können wir nochmal eine Schweigeminute, nein, keine ganze Minute einführen. Das würde zu lange dauern, Leute, denn wir wollen uns jetzt gemeinsam auf den Weg Richtung Vulkan begeben. Wo ist der Quetz? Warte, Gedenkminute. Okay. Der Quetz steht hier unten. Ja, ich bin der schon drauf. Boah, der viel Fleisch, Alter. Richtig krass. Kommst du auch nicht drauf geschwingt, die Schwungi? Nee, komm mal gelaufen, du. Ich bin ja schon und so, zack. Es ist irgendwie so geil, dass ich seit so vielen Folgen irgendwie keine Spitzhacke mehr am Start habe. Richtig lange schon keine Spitzhacke mehr dabei. Aber die brauchen wir nicht, denn oben wartet die Anke. Und ansonsten, glaube ich, auch noch ziemlich viel fertiges Metall. Und, ja. Kleiner Zeitraffer. Bis zum Vulkan. Vielleicht finden wir ja auch Terrorbirds. Man weiß es nicht. I know the time does not stand still. Can see the world when it's spinning, spinning. Compensating for the moments that I spill. Wish I could fly like an airplane, airplane. Stop forsaking everything that I've done. Won't be breaking easily now. I can make it. Ratzfatz, Leute, da sind wir wieder da mit einem kleinen Präsent hier hinten dran. Wir haben einen Oviraptor gefunden. Wir haben zwar keinen weiblichen Terrorbird gefunden, also wir haben sogar einen männlichen gefunden auf dem Weg, aber keinen weiblichen. Dafür haben wir einen Oviraptor mit am Start, der so ein bisschen für Liebe sorgt. Und ich hoffe wirklich, dass jetzt die Terrorbirds hier nicht angreifen, wenn wir den jetzt hier reinwerfen. Nein, machen die nicht. Die sind doch gerade im Liebesmodus unterwegs. Okay, dann lasse ich den mal fallen. Und ich bin auch dabei. Hallo. Er ist drin, ne? Ja, und jetzt hat er Angst. Jetzt steht er in der Ecke und hat Angst. Was hat er aber für ein Level? Ja, ist egal. Level 8, perfekt. Das ist nicht so hoch. Das okay, ist das ist gut. Den müssen wir nämlich noch zähmen, damit die ein bisschen schneller noch Eier legen. Ich weiß nicht, wirkt sich das auf die Fertilized-Eier aus? Warte, ich habe den einmal passiv gestellt und den hier auch noch passiv. Oh, schwer. Ja, es wirkt sich auf alles aus. Aber es liegt, glaube ich, einfach nur, es werden einfach häufiger Eier noch gelegt. Also noch häufiger dann als eh schon. Okay, aber jetzt zum Beispiel ist kein neues Ei da. Also ist, glaube ich, nicht zu krass eingestellt, das mit den Eiern. Es war ja Zufall, dass da zwei hintereinander so schnell kamen. So, und wir haben auf jeden Fall auch richtig, richtig viel Metal mitgebracht, Leute. So wie das der Plan war. Die Route kennen wir ja mittlerweile. Immer wieder hin, zurück. Und diesmal noch mit der Suche nach Terrorbirds. Einen einzigen Male-Terrorbird haben wir, wie gesagt, gesehen. Ansonsten haben wir nichts gesehen. Wir waren sogar extra, also sind sogar extra noch eine ausschweifendere Runde zu unserem alten Berg, wo wir damals immer Metall gefarmt haben, geflogen. Wir sind überall noch mal ein bisschen rumgeflogen. Aber anscheinend gibt es so Terrorbird-Phasen und nicht Terrorbird-Phasen. Und anscheinend ist gerade irgendwie wieder so eine Phase, wo keine Terrorbirds am Start sind. Dafür ist jetzt aber... Genau, ist eine Friedensphase. Genau. Kein Terror am Start momentan, Leute. Deswegen auch keine Terrorbirds. Aber was wieder am Start ist, ist viel Metall. Denn wenn kein Terror am Start ist, Leute, dann ist der Metallstand am höchsten. Und, ja. Damit können wir jetzt wieder dementsprechend das craften, was wir eigentlich vorhatten. Auch Crystal haben wir natürlich mitgebracht, Leute. Wir haben hier keine Kosten und Mühen gescheut. Alles mit am Start, was wir so brauchen. Mir ist zwar gerade super duper heiß, obwohl ich gerade nackt bin. Ich bin doch nackt, ja, oder nicht? Rüstung hilft dir auch, dass du nicht... Ach, meine Rüstung habe ich ja noch teilweise an. Ich habe doch noch meine Rüstung an. Ich dachte irgendwie gerade, ich wäre nackt, aber mir war einfach nur so subidubi zu heiß. Okay, das wird aber jetzt bedeuten, dass wir jetzt eigentlich diesen Tracker machen können. Dann brauchen wir ja hier das Zeug aber in dem Fabricator. Den haben wir ja hier. Ach ja, Polymer Electronics und so weiter fehlt uns ja auch noch, ne? Ja, Electronics können wir sogar machen. Wir haben sogar mittlerweile richtig viele Pearls. Und, für Polymer, für Electronics brauchen wir nur Pearls und Metal. Davon haben wir jetzt richtig viel. Aber bei dem Polymer wird es wahrscheinlich schwierig, ne? Wir brauchen 50 Polymer. Oh, 50 Polymer ist schon viel. Das wäre eigentlich besser... Insgesamt sogar 60. Holen, ne? Hier bitte? Wäre eigentlich besser, wenn wir uns die von Pingus holen, würde ich fast sagen. Eigentlich schon. Und wir können die Air Conditioner aufstellen, ne? Wir können das Kabel machen. Okay, ja, das können wir auch machen.
Hast du die Airconditioner? Dann kannst du mit dir ja schon mal rüber switchen oder so, dann laufe ich schon mal hin. Das ist eine Fabricator, hab ich gerade reingetan. Ah, okay. Und ich mache gerade mal die Kabel dann dafür. Und da brauchen wir nämlich noch. Ich schau mal kurz, was wir oben noch haben. Wir haben ein paar Kabel, haben wir noch, also nur so schräge Kabel und so. Und wir brauchen noch so ein Outlet auf jeden Fall. Vielleicht haben wir es auch noch, deswegen gucke ich kurz nach. Müssen die irgendwie übereinander gestellt werden? Ja, können die gar nicht. Einfach nebeneinander da rein, ne? Ja, übereinander geht, übereinander. Übereinander geht echt? In die Mitte, übereinander würde ich sagen. Okay. Das ist eigentlich am sinnvollsten. Dann machen wir das. Ein Electric Outlet, wir haben sogar noch 5 Electric Outlets, nice. Soll ich echt genau mittig, dass wir so einen kleinen Turm in der Mitte haben, machen? Oder hinten? Übereinander? Einfach als Türmchen, würde ich sagen, so praktisch in die Mitte. In die Mitte, auf jeden Fall in die Mitte, damit das hat einen Mini-Radius, damit das sozusagen. Okay. Also, ich schau gleich mal vorbei. Ich mach kurz noch ein paar Kabel, damit wir. Wie viel Kabel brauchen wir ungefähr? Wie weit ist das entfernt von den Kabeln? Warte mal. Brauchen wir überhaupt ein Kabel? Reichen da nicht die. Ups. Zack, ich habe es schon hingesetzt. Reichen da nicht die. Diese Magnetdinger da? Ich weiß nicht, wenn das direkt da ist, dann. Ist sogar, der läuft sogar schon! Was? Ja! Hä? Der läuft direkt, ja, weil das ist ja nicht weit weg und hier ist auch eine Lampe. Ah, wegen der Lampe dann, ja, nice. Aber wie soll man den denn jetzt. Wie soll man das denn übereinander jetzt stapeln? Kannst du nicht darauf stellen einfach? Nee. Hey, wieso? Plantet er sich dann nicht, oder? Nur mitten rein und ist halt rot. Also er ist ja nicht magnetisch oben drauf oder so. Schau grad mal vorbei. Ja, normalerweise kann man auch Sachen übereinander stellen, oder nicht? Hätte ich jetzt voll gedacht. Ich eigentlich nicht. Also ich hätte mich eigentlich ein bisschen gewundert. Also keine Ahnung, Stühle kann man ja auch nicht übereinander stellen oder so. Warte, hier ist einer. Ich wollte gerade schon mit Minecraft Q hier raus. Da. Den kannst du halt genauso nur auf die Höhe platzieren wie den jetzigen hier auch. Das ist natürlich schade. Dann machen wir einfach so eine Reihe, dann kannst du den vielleicht noch hier hinterstellen. Ist natürlich schade, dass der jetzt mittig ist, komplett, weil wir werden hier keine zwei mehr zwischenbekommen, oder? Vielleicht? Eine ganz enge Stelle hier. Ja. Aber ja. Am besten von vorne, sonst sieht es irgendwie ein bisschen blöd aus, oder? Ich weiß nicht. Und so kann ich ihn weiter so reinstellen. Doch, okay. Jetzt kann ich ihn so ein bisschen da reinstellen. Okay, das ist anders gesetzt, aber passt. Ah, okay. Ja, stimmt, dann können wir jetzt sogar noch einen dritten, ja. Wenn es wirklich nötig ist, noch dahin packen mit dazu. Ja. Geilo. So, die sind jetzt an. Fall. Hier drin, komm mal draußen, ist zu heiß, dann gehst du rein und hier ist genau richtig. Zeig. Okay, ja stimmt, hier ist zu heiß, ja. Was ist denn, wenn ich jetzt noch mein Oberteil, da war mir ja eben Feuer hot sozusagen. Aber, ne, so krass heiß ist mir hier so oder so nicht mehr. Wahrscheinlich, weil sich gerade irgendwie die Sonne Richtung Horizont bewegt und es gerade Richtung Abend geht. Wenn ich jetzt hier mal wieder reingehe, ist alles wieder gut. Okay, dann haben wir jetzt anscheinend so eine kleine Brutstätte hier tatsächlich. Das heißt, wenn wir jetzt bald nochmal Eier am Start haben sollten von unseren Terrorbirds oder vielleicht auch mal von einem Dodo so testweise. Ja, ich fliege auch gerade mal hin. Vielleicht haben die ja da sogar wieder ein Ei am Start. Das wäre ganz geil. Dann legen wir das da rein. Und dann habe ich schön muggelig da im Thatch. Schön gemütlich. Temperatur ist optimal. Alles perfekt. Wie man das so kennt von diesen kleinen Brutstationen, diese Aufzuchtstation. Eigentlich bräuchten die ja sowas wie ein Rotlicht oder sowas. Aber was haben wir denn hier? Hey, wir sagen einfach, das ist es. Also, das ist hier ein normales Ei. Das ist. Aber warum sind die alle nicht mehr fertilized, die Eier hier? Ja, das frage ich mich halt auch. Wir hatten früher so übelst viele Fertilized-Eier auch. Ja, ich dachte, wenn die halt, wenn das ist halt eigentlich zusammen damit hängt, ob die laufen dürfen oder nicht. Oder ist kein Mann mehr da? Das wäre krass. Female, 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 Female. Ey, kann sein, dass wir gar keinen Mann mehr im Stall haben. Der wurde vom Tod oder von irgendjemandem. Doch, hier ist ein Male. Okay. Ein Male ist da. Wo ist der Mail? Welcher? Der blaue? Dieser braune hier. Der braune ist es. Der ist ein Mail. Der ist ein King im Stall. Aber der. Ne, das ist auch Wandering, aber bewegt sich nicht, warte. Ist der überladen? Der ist auch nicht überladen. Ne, das ist, weil es zu voll ist. Die laufen die ganze Zeit gegeneinander und so. Und die laufen auch nicht so viel, glaube ich. Warte, ich nehme den mal rum und tu den mal hier hin. Wo willst du den hinpacken? Hier. So. Los! Befruchte Lauf. Eier! Mach Liebe! Los! Das ist noch ein Ei. Also wir haben jetzt schon echt viele Eier. Wir brauchten noch wie viele Eier nochmal? Über 20? Für was nochmal? Über 20 Eier für... Ach, für das für Bier! Ja. Ist also das Bier mittlerweile... Brauchen wir nicht,
Für die brauchen wir nicht die Eier, aber für aus dem Bier und Kuchen. Diesen Kuchen zu machen. Ich guck gerade, ich bring gerade mal die Eier. Warte mal, wir gucken erstmal. Irgendwie braucht das Bier halt schon super duper lange, ne? Ja, ja. Na, wie lange braucht es denn? Wir brauchen Bier. Ich habe irgendwie Angst, dass das hier gar nicht funktioniert, aber da steht zwar not irrigated, also das heißt, wir haben keine direkte Wasserverbindung, aber es ist 1000 von 1000 Wasser drin. Das heißt, eigentlich müsste das Ganze mal funktionieren und wir haben sogar über 100 Thatch drin und auch über 100 Berries. Also eigentlich sollte das kein Problem sein, aber es stand ja auch schon in der Wiki, dass es wohl sehr, sehr lange dauert. Und deswegen können wir da wohl nicht viel mehr machen, als zu warten, Leute. Das ist ja unsere Mission. Mehr geht da nicht. Hoffentlich müssen wir nicht so lange warten, dass bald das Event vorbei ist und dann, ja, können wir dann den Kuchen nicht mehr machen. Das wäre natürlich auch ein bisschen schade. Dann können wir immer noch Bier trinken, immerhin. Aber dann können wir immerhin noch Bier trinken, das stimmt. So, muss ich gerade noch was zu trinken holen, so. Unser eigentlicher Plan ist es ja, wie gesagt, das hatte ich ja schon angesprochen, eigentlich muss das Saurus zu zählen. Ich habe ja gar nichts mehr im Inventar drin, das habe ich ja alles rübergepackt in den Quetz. Hö, wo ist der Quetz? Der steht beim Stall. Da bin ich mit hingeflogen, da bin ich mit Jack weggesprungen. Beim Stall ist aber kein Quetz. Nee, beim Eier. Ach, ja, ja, so viel jetzt mittlerweile. Wir haben auf zur Station, wir haben da vorne unser Liebesnest, wir haben ganz normales Eier. Ach, keine Ahnung, Leute, wir haben auf jeden Fall mega viel am Start. Okay, dann gehe ich da mal gerade hin, hol da mal ein Zeug, denn wie gesagt, eigentlich war ja unser Plan. Und hier ist noch ein Dodo, den können wir gleich auch nochmal wieder zurückpacken. Ein Mosasaurus, ein Alpha-Mosasaurus zu töten. Dafür brauchen wir aber erstmal selber Mosasaurus. Und dafür brauchen wir erstmal wieder Itchies, denn ohne die Itchies sind wir nicht flink genug unter Wasser. Und da können wir immer schnell, ja, ja, ich trinke ja schon, da können wir dann immer schnell vor dem weg schwimmen. Das heißt, unsere nächste Aktion wird erstmal sein, nochmal Itchies zu zähmen. Dafür brauchen wir Dodo-Kibbel. Das brauchen wir nämlich auch noch. Haben wir noch Dodo-Kibbel am Start? Ja, also ich habe im Inventar noch 5 und in der Kiste sind noch 7. Da haben wir Gott sei Dank genug von. Okay, das ist gut. Das ist gut. So, wo ist der Kleine hier? Wir haben 16 Dodo-Eier, um noch neue zu machen. Und wir haben noch 3 Terrorbird-Eier. Also da ist auf jeden Fall einiges am Start hier. Also wir haben auch noch 15 Eier im Kühlschrank am Start. Ja, yeah, genau, die habe ich ja gerade gezählt. Achso. Terrorbird hast du gerade gesagt, deswegen war ich ein bisschen... Ja, 3 Terrorbird und 16 Dodo. Ah, okay. Okay, okay. So, dann laufen wir hier gerade mit dem kleinen Dodo mal Richtung hier, Richtung Nest, Richtung Stall. Hier, was ist denn mit dir, du kleiner Dodo? Du wirst ja, du darfst ja nicht abhauen. Wie das einfach aussieht. Ich weiß gar nicht, wann das dazugekommen ist, aber es sieht so geil aus, dass man die sich so packen kann. Und man läuft jetzt einfach mit so einem Dodo in der Hand. Sieht fast aus wie so eine Waffe, als könnte ich jetzt irgendwie mit dem schießen. So weit ist der weggelaufen? Ja, der war ganz da hinten irgendwo. Aber ich glaube, das ist der schon länger ausgebüxt war. So, rein mit dir. Zack. Da ist er drin. Ist auch in was für einem hohen Bogen. Oh, guck mal, die machen Liebe. Oh, ja, stimmt, die machen wieder Liebe. Geil. Man sieht es auch ein bisschen, Leute. Fertilizer-Eck rauskommen. Sie zittern so ein bisschen. Echt? Ja, nein, ich glaube, er hat sich irgendwie so da festgehangen. Los! Legt... Oh. Man sieht es, die zittern. Das muss Geschlechtsverkehr sein. Anscheinend ist das Dodo Geschlechtsverkehr. Mating Progress steht auch hier unten. Oh, und wie viel Progress? Oder ja, steht so fast bei der Hälfte. Ist so noch ein Viertel. Ihr packt das, ihr packt das. Es guckt niemand zu, kein Stress. Ja, anscheinend müssen die sich echt irgendwie bewegen können. Ich weiß auch nicht so richtig. Oder die müssen einfach Bock haben. Da steht aber nur currently mating with. Da steht auch kein Prozentbalken. Doch, da unten drunter habe ich einen braunen Balken, der gerade fast zur Hälfte gefüllt ist. Hier, aber nur bei den Weibchen. Hier, guck. Da unten. Unten, du meinst currently mating with, oder? Mating progress da unten. Ach, da unten. Ah, jetzt ist. Ja, stimmt, ja, stimmt. Der ist jetzt bei der Hälfte. Oh ja, der geht ganz langsam vorwärts. Los, oh, gib Gas! Ja, schafft er. Oh nein, nicht bewegen, nicht bewegen! Die haben es kaputt gemacht. Nein! Das haben die selber kaputt gemacht, oder? Ja, die ist einfach gegangen und war nicht mehr nah genug. Nein, als ob. Wir brauchen einen kleineren Stall, oder was? Vielleicht auch wegen der ganzen Kacke, die da ist und so. Ha! Also wegen der Kacke wollen die keine Kinder mehr machen, oder was? Keine Ahnung, aber viel zu viel Kacke. Lass mal die ganze Kacke einmal einsammeln. Okay. Kacke-Sammler vom Dienst. Oh. Hier ist ein Ei, aber ein unbefruchtetes. Voll schwer, die Kacke einzusammeln, ne? Ja, es sind halt einfach echt zu viele Dodos. Hey Mann, ich dachte, wir kriegen jetzt jeden Moment Kleine wieder und dann hat es aufgehört, weil die einen Schritt weit weggegangen ist. Ich glaube, unser Gehege ist zu groß, wirklich. Echt? Die gehen dann einen Schritt weg und dann sind die außerhalb des Radius schon wieder. Ja, irgendwie war es ja so. Guck mal, die ist ja ein Stück weit nach links gelaufen und dann war es schon wieder weg. Weißt? Naja. Ist auch deine Kacke mit hier drin gewesen. Sorry. Was kackst du denn hier so in den Hühnerstall? Das ist keine Manier, ne? Nee, nee. Wow. Ey. Ey, du hast ihn weggeworfen.
Ja. Ich glaube aber, warum die teilweise, warum die nicht mehr Eier, neu befruchtete Eier machen, weil die auch teilweise immer sich erst wieder maten können in so und so einer Zeit, ne? Ja, aber du hast ja gerade gesehen, die waren ja gematet und dann ist es wieder weggegangen. Weil, guck mal, bei den meisten steht Ready to Mate in 5 Stunden, Ready to Mate in 1 Tag und 11 Stunden. Alter. Dauert alles richtig lange, bis sie wieder maten können. Enable Rendering to Mate, guck mal, der ist nicht auf, Rendering gewesen. Einer war nicht auf Rendering, oder was? Ja. Okay, ich glaube aber nicht, dass es an ihm gehapert hat. Wobei, vielleicht ist der jetzt direkt ready, um kleine zu machen. Ja, aber ansonsten ist niemand ready. Schau es dir an, ist niemand ready hier. Okay, warte, ich packe hier mal überall. Oh, so viel Kacke bringt gar nichts, wenn ihr kennt. Oh, einer ist in 5 Minuten ready. Okay. So Level 70. Ja. Oh, hier packen wir noch überall Kacke rein. Der Mann ist wahrscheinlich immer bereit, ne? Das ist ja klar, ist ja logisch. Ja, ja, der kann die ganze Zeit. Okay, jetzt habe ich auch noch so viel Kacke im Inventar. Ach stimmt, Kacki ist ja auch noch hier. Okay, Kacke sammeln an sich für Fertilizer ist echt überflüssig, seitdem wir Kacki haben. Was brauchen wir denn noch alles für die Itchies? Eigentlich gar nichts, ne? Die füttern wir ja mit der Hand, oder? Mit Kibbel einfach. Ja. Das heißt, wir können uns eigentlich schon auf den Weg machen wieder. Oder wir warten noch die paar Minuten. Wobei, 5 Minuten sind auch echt lang eigentlich. Ja, aber auf den Weg machen. Dann lass uns auf den Weg machen. Hast du die Kacke trotzdem reingetan? Ist trotzdem gut, wenn wir die hier reintun. In den Fertilizer-Dings da, Bumster. Ja, hast du schon, ne? In dem einen fehlt aber noch ein bisschen Thatch drin. Ja, fehlt, aber viel da drin ist. Okay, wo ist denn das Kibbel, das Dodo-Kibbel? Oder müssen wir noch mehr Dodo-Kibbel machen, oder hast du genug für 2 Itchies? Ich hab schon Inventar genug. Ja? Ja, ja. Okay, mit wem fliegen wir hin? Naja, eigentlich müssten wir mit... Ich bin einfach mit Thatch, mit Ash jetzt unterwegs. Aber wir brauchen, sollen wir direkt die Tauchausrüstung mitnehmen? Taucherausrüstung? Ja? Ja, sollten wir mitnehmen, ja. Okay, dann gehen wir noch eben schnell hoch. Nein, du hast gar keine Rüstung außer Taucherrüstung mitnehmen. Ja, okay. Dann packe mal noch 10 Minuten zurück, Leute. Taucherausrüstung am Stitzi einmal completely. So. Dann können wir nackt dahin fliegen, Leute. Nackt zum Strand. Viel ist da ja nicht mehr übrig geblieben irgendwie. Ich fliege einfach mal mit der Ash. Die ist jetzt schon so lange auch nicht mehr geflogen. Ich muss ja auch noch mal ein bisschen. Rüstung hingetan. Ich habe meine Rüstung in die Rüstungskiste getan. Sehr gut, nicht in die Schmitze. Nee. Dafür hast du in die Schmitze 4 Scheißballen reingetan. Richtig, das habe ich gemacht. Weil da kein Platz mehr war in dem Fertilizer, denkst du, Bumster. Ich schmeiß lieber auf den Boden. Echt? Aber dann despawnt die doch. Ja, ist gut so. Das ist, dann düngen wir das Gras im Paradies. So, Leute, wir haben hier noch 2 Megalodons am Start und da vorne lauert... Oh, wir haben direkt 2 Itchies hier. Oh, was für ein Level? Warte, ich gucke. Wir haben direkt... Warum tötet der Megalodon die nicht? Einmal Level 12 und einmal Level 12. Als ob die echt beide Level 12 sind. Und ein Megalodon, der super gerne zu Schlitzi... Huh? Was? Was ist los? Heini kämpft gerade gegen 2 Rochen! Boah, ja, Rochen können da reinschwimmen. Logisch. Krass, guckt euch das mal an. Da kommt noch ein dritter und noch ein vierter Roche. Alter, was ist hier los? Oh, hilf ihm lieber, hilf ihm lieber. Nee, die haben die beide getötet. Oh, nice. Und da vorne, Leute, zieht euch das mal rein. Die haben wir noch gar nicht gesehen. Sind noch 2 Rochen am Start. Und da vorne ist noch ein Hai. Alle sind so richtig geil darauf, hier in unser Unterwassergehege zu kommen. Leute, zieht euch das mal rein. Da hinten ist noch ein Hai, hier unten ist noch ein Hai. Hier vorne sind noch 2 Rochen. So ein Rochen zu zählen wäre halt auch mega geil. So ein Rochen ist ja noch viel schneller. Na, ist er? Roche ist viel schneller noch als ein Itchy. Die Rochen sind so krank schnell, das ist echt nicht mehr normal. Das ist richtig Überschallgeschwindigkeit. Aber sind die nicht so scheiße zum Zähmen? Die sind richtig schwer zum Zähmen, weil die hauen irgendwie immer ab. Ich glaube, die muss man passiv zähmen, aber die hauen dann irgendwie ab. Das heißt, man muss die irgendwie zubauen und dann irgendwie dabei irgendwie füttern. Aber die flutschen immer überall durch. Aber das wäre eine ganz gute Situation, Leute. Hier sind nämlich gerade 2 Stück perfekt vor dem Unterwassergehege hier. Ein Level 44er und ein Level 28er. Eigentlich ganz geil. Und generell Rochen sind ganz geil. Ich fände es ganz nice, wenn wir die, dass wir einen Angriff nehmen oder eine Haut ab, uns mal einen Rochen zu zähmen. Aber das ist wirklich eine krasse Herausforderung. Das ist eine krasse Herausforderung. Aber der kommt auch schon direkt wieder. Vielleicht machen wir das ja. Bist du auch schon auf dem Weg zum Unterwassergehege? Ich guck gerade, man bräuchte Anglergel dafür. Soll ich davon was mitnehmen? Anglergel haben wir sogar noch. Ja, haben wir noch zu Hause. Nehme ich mir was von mit. Nimm ja? Da ruhig mal von was mit, Leute. Das war's auf jeden Fall hier, aber für die heutige Folge. Wir haben auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen Metall geholt. Wir haben das Brutgehege, also unsere Aufzuchtstation haben wir fertig, Leute. Und wir können uns jetzt wieder auf den Weg machen und den Plan verfolgen, einen Alpha
da muss ich gerade mal aufstoßen, Alpha-Mosasaurus irgendwann dann zu killen. Aber das war ein weiter Weg, überhaupt erstmal Mosasaurus zu zähmen, ist schon richtig krass. Und hier sind wieder zwei Haie am Start und die zwei Rochen, die unbedingt Schlitzi, drei Haie sogar insgesamt, unseren Schlitzi und den anderen Hai hier irgendwie töten wollen. Den Heini heißt er ja, glaube ich. Heini und Schlitzi, Leute. Das war's für heute, Take This Is, ihr nehmt das Leben nicht zu ernst. Und morgen um 18 Uhr geht's dann weiter beim DNA. Bis dann und tschüss.